Ja, wir haben ja bisher auch schon sehr viel für den Klimaschutz getan, alles was so im Rahmen der Möglichkeiten ist. Wir haben die große Photovoltaikanlage bei uns auf der Zentrale, produzieren mit der Anlage so viel Strom, wie die gesamte Zentrale braucht. Das größte Thema, finde ich, ist die Reduzierung von Plastik in allen Stufen, aber vor allen Dingen dadurch, dass wir es geschafft haben, unsere Kunden dazu zu bringen, eben möglichst keine Plastiktüte mehr mitzunehmen, haben wir den Verbrauch mehr als halbiert. Das waren in den letzten anderthalb Jahren weit über 50 Tonnen. Nur für ein Unternehmen wie Engmas ist das natürlich schon enorm, was man bewegen kann, und wir versuchen halt an allen Themen was zu machen. Die ganzen Mailings, die wir machen, haben wir jetzt über die Kooperation mit der Post, dass wir über Go Green gehen. Die haben ja auch Zertifikate, also unsere Mailings werden alle etwas teurer dadurch. Wir machen es aber trotzdem, damit auch da die CO2-Kompensation möglich ist. Und so wird es hoffentlich vielleicht auch durch die Ideen der Mitarbeiter und der Kunden auch in Zukunft immer wieder Themen geben, wie wir auch unseren Beitrag leisten können, ob es jetzt sozial oder eben auch immer.